Schweiß lässt sich da abkochen von Tomanek. Aber der Gegenzug McGrath. Braden Pym aus Wada und da ist der Rebound zum 1:0. Evan McGrath, der Torschütze. Da ging es schnell. Kostrada ist noch zur Stelle gegen Pim. Aber McGrath schneller als alle Verteidiger. Nach 4,5 Minuten die Führung für die Kassel Huskies. Und jetzt sorgenvolle Blicke aufs Eis, weil da der Goldhelm Braden Pym in die Bande gekracht ist. Da sehen wir es noch rechts unten. Und der geht nur langsam jetzt zurück zur Bank. Also da hoffen wir, dass ihm gar nichts Schlimmeres passiert ist. Wäre ansonsten ein sehr teuer erkaufter Führungstreffer für die Schlittenhunde. Da haben wir Braden Pym, der sich mehr auf die Bank schleppt als läuft. Und uns waren wir mit dem Passversuch auf Geigenmüller, aber es ist schwierig für ihn, da diesen scharfen Pass zu kontrollieren. Alex Lambacher. Versuche auf Michi Christ, aber etwas zu ungenau. Und da lässt Gläser den Tim Luca Krüger stehen. Gläser! Nochmal Gläser und da ist der Ausgleich. 1:1. Fast postwendend. Der Youngster schlägt wieder zu. Also die Führung der Huskies hat da nicht lang gehalten. Pantowski ist noch da für den Rebound. Und Gläser verwertet seinen eigenen Abpraller sozusagen zum 1:1. Gläser, da hat er das sofort gezeigt, was ihn auszeichnet. Wirklich ansatzlosen Schuss. Versucht relativ oft den Torabschluss. Caciola, Wisniewski und McGrath sind gekommen. Und jetzt kommt auch Stefan Della Rovere. Und Lukas Kosiol geht wechseln. Das ist natürlich Zeit, die verloren geht. Braden Pym fehlt noch. Jetzt Meilleur, Tor! Notformation der Huskies ohne Braden Pym, die eigentlich überhaupt nicht eingespielt ist. Die sorgt hier für die 2:1 Führung. Meilleur kommt von hinten durch die Hintertür sozusagen gefahren mit Geschwindigkeitsüberschuss und dann trifft er eiskalt zum 2:1 und die Frage, welche Serie endet, die ist damit beantwortet. Die Huskies treffen auch im 8. Spiel in Folge in Überzahl. Und die Bayreuther Serie von 6 gegentorlosen Spielen ist damit vorbei. Freie Sicht für den Torhüter und keiner für den Rebounder. Drei Minuten noch in einem sehr unterhaltsamen ersten Drittel. Der kommt durch, wieder Felix Linden. Boah, was ein Ding! Was ein Treffer von Felix Linden. 2:2 Ausgleich, hochverdient. Vorhin konnte er aus dieser Position schon mal üben, da hat er nicht getroffen. Und jetzt macht das umso besser. Der Querpass, der kommt an und der gelernte Verteidiger wie ein Stürmer, eiskalt oben rein. 2:2, hochverdienter Ausgleich. Anspiel geht an die Gäste, die in Führung gehen. Yannick Drees mit dem 3:2. Die Tigers erstmals in Front. Und das ist nicht unverdient. Hier Bulli gewinnt. Dann der Schuss von Matthias Müller, der den Assist bekommt. Pantowski lässt nach vorne prallen und Yannick Drees ist zur Stelle. Die Bayreuther Fans machen sich jetzt richtig bemerkbar mit OEHC rufen. Oder Caciola, Ritter, schade. Guter Gedanke, da direkt auf Kosio weiterzuleiten. Aber aufmerksam von den Gästen. Reis, Caciola. Reis, abgefälscht. Und da ist der Ausgleich. Alex Heinrich mit der Rückhand zum 3:3.
kann man Thomas Buskrada keinen großen Vorwurf machen. Er macht eigentlich das, was er machen kann, nämlich zur Seite abzuwehren und nicht in die Mitte. Aber da ist dann Alex Heinrich, der genau richtig steht und den Spitzenwinkel nutzt zum 3:3. Die neue Kasseler Stärke, das Überzahlspiel, das ja fast schon traditionell schwach ist hier in Kassel. Das greift auch, das sticht auch in diesem Spiel. Zweiter Überzahltreffer für die Schlittenjungen. Alex Heinrich, 20 Sekunden, da geht vielleicht noch ein Angriff jetzt. Über Jens Meyer. Aber der bleibt an Matthias Müller hängen. Dann klären die Tigers erneut 7 Sekunden. Da wird wahrscheinlich nichts mehr passieren. Das heißt, Alex Heinrich spielt jetzt den Fehlpass. Das passiert nicht. Punktgewinn für die Bayreuth Tigers hier in Kassel. Und wie schon im ersten Aufeinandertreffen in Bayreuth geht es hier in die Verlängerung. Luis Nüske bleibt auf dem Eis und schickt erstmal Adriano Caciola. Was war da mit den Schonern? Luis Nüske muss jetzt schnell wechseln gehen. Tut er auch. Andy Reis. Bartosz, starker Move, aber er kommt nicht durch zu Kolosvari. Und jetzt ein Pass, Caciola 1:1 gegen Busrada. Tor! Adriano Caciola mit der Entscheidung. Da war eine unklare Situation, 3 Bayreuther hoffen auf den Pass, aber Adriano Caciola enteilt und macht das dann humorlos gegen Thomas Mosrada. Der ist ganz schwer zu halten. So, aus meiner Sicht ist diese Punkteverteilung 2 Kassel, 1 Bayreuth in Ordnung, denn die Huskies haben mehr im Spiel im letzten Drittel investiert. Die Tigers haben sich konzentriert auf ihre Defensive, das was sie sehr gut können, und haben sich so sicherlich diesen Punktgewinn verdient.